Mein Name ist Sören Barthol, ich bin seit 2002 der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete von Marburg-Biedenkopf. Ich habe in Marburg studiert, Politikwissenschaft. Ich habe 4 Kinder, 2 eigene, 2 Bonuskinder. Ich bin in Berlin stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, zuständig, und das mache ich seit Anfang an, für die Themenbereiche Verkehr, Bau, Stadtentwicklung, Wohnen. Alles, was mit digitaler Agenda, digitaler Infrastruktur zu tun hat, das sind meine Themengebiete. Und wie gesagt, seit 15 Jahren jetzt im Deutschen Bundestag und freue mich gleich auf die Diskussion. Ja, ich danke Stefan Heck für das Kompliment, was ich alles in Berlin gemacht habe. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, im Bereich der Verkehrspolitik wirklich den Schalter umgelegt, weil wir natürlich dieses Auf und Ab der Investitionen so nicht mehr richtig war, weil wir natürlich immer das Problem hatten, dass wir entweder keine Planung hatten oder keine Bauprojekte. Wir haben hier im Landkreis, glaube ich, auch viel erreicht. Wer den Marburger Bahnhof sich mal anschaut, das sind natürlich super wichtige Dinge, weil am Ende geht es natürlich darum, wie alle in diesem Land am Ende auch bezahlbare Mobilität genießen können. Ich glaube, dass Mobilität ein Grundrecht ist. Die Frage, wie ich von A nach B komme, kann nicht nur eine Frage sein, die sich einige wenige leisten können, die sich dann ins Auto setzen, sondern am Ende müssen wir die Menschen in die Lage versetzen, wirklich Mobilität auch genießen zu können. Und deswegen war es richtig, den Fernbusmarkt zu liberalisieren, dort auch einen neuen Impuls zu setzen. Und jetzt geht es darum, wie schaffen wir, dass das Ganze auch bezahlbar bleibt. Wer sich die Diskussion um Dieselfahrverbote und andere Dinge anguckt, der weiß, was auf uns zukommt. Wer Paris und den Klimawandel ernst nimmt, der weiß auch, dass es natürlich auf Dauer nicht mehr so, wie wir es jetzt machen, weitergeht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir mit alternativen Formen auch der Mobilität sozusagen die Bedürfnisse der Menschen auch weiter sicherstellen. Das ist das, was wir machen, und genau das werden wir auch tun. Jetzt geht das Licht aus. Perfekt. Ja, für mich ist die Frage am Ende, was soll Innenpolitik leisten? Und ich glaube, Innenpolitik muss Folgendes leisten: Sie muss die Freiheit des einzelnen Menschen wahren. Weil wenn ich am Ende die Situation habe, dass ich Freiheit, das zu tun, was man möchte, nur noch einige wenige leisten können, dann hat natürlich der Staat versagt und dann gibt es auch keine vernünftige Innenpolitik. Und deswegen glaube ich, muss das sozusagen der Fokus sein, eine vernünftige Balance aus natürlich sozusagen der Stärken von Polizei und Behörden. Das ist doch ganz klar, da ist wahnsinnig viel schiefgelaufen in den vergangenen Jahren, übrigens nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Dazu gehört aber auch ein klarer Fokus auf Prävention, auf die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen in solche Ideologien abgleiten, wie kann das eigentlich passieren? Da muss man auch einen klaren Fokus drauf legen, da muss man auch dafür kämpfen, dass man nicht den Fundamentalisten und den Terroristen eine ganze Religion überlässt. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, nicht nur die von denjenigen, die islamischen Glaubens sind, sondern unsere aller Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sowas gar nicht erst passiert. Es wird natürlich trotzdem immer Irre geben. Ich bin ganz klar für den Doppelpass. Ich finde, nur weil man eine irre Erdogan-Regierung hat, darf man nicht ein ganzes System in Frage stellen. Der Doppelpass ist die Möglichkeit, sich sozusagen hier ganz klar zu integrieren, aber trotzdem nicht seine Wurzeln und seine, da wo man herkommt, zu verraten. Das geht doch jedem von dem aus einem anderen Land herum. Ja, das Letzte ist absolut falsch, weil es ist nicht die Türkei, sondern es ist das Erdogan-Regime, was dafür sorgt, dass die Türkei sich im Moment so verhält, wie es ist. Und ich finde, Europa kann im Moment so nicht weiter verhandeln mit der Türkei, ganz klar. Aber wir müssen natürlich am Ende die Tür offen lassen, weil ich glaube, dass das für Europa immanent wichtig ist. Wir brauchen ein stärkeres, geeintes Europa. Die Kanzlerin wäre gut beraten, jetzt auch schon auf die Vorschläge des französischen Präsidenten einzugehen. Da muss sich einiges verändern. Das läuft auch falsch. Wir brauchen auch nicht mehr Geld für Rüstung in Deutschland, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Bundeswehr das bekommt, was sie braucht, um ihre Einsätze auch zu erledigen. Wir brauchen anständiges Material. Wir brauchen garantiert keine 2% Bruttoinlandsprodukt Verteidigungsausgaben. Das ist abenteuerlich. Da müssen wir noch ein paar Flugzeugträger kaufen. Und ich glaube nicht, dass das in der heutigen Zeit sicher ist. Es geht doch darum, dass Deutschland in Europa alles dafür tun muss, dass möglichst viel Frieden in der Welt herrscht. Das ist unsere Aufgabe, da müssen wir mitarbeiten, und das wird Deutschland niemals alleine schaffen. Das wird nur in einem vernünftig zusammenarbeitenden, geeinten Europa passieren und nicht in einer sogenannten auf reine Wirtschaftsunion beschränkten Sichtweise.
Ja, mir fehlt hier ein ganz wichtiger Baustein, das ist das Thema Bildung, weil ich glaube, dass Arbeit, Wirtschaft, Umwelt und Bildung sehr eng zusammenhängen. Wir müssen sehen, dass wir die Digitalisierung der Gesellschaft, was ja wirklich alle Bereiche des Lebens betrifft, auch hinbekommen. Wer die neue OECD-Studie jetzt vor ein paar Tagen gelesen hat, der sieht, wie viele auch sozusagen Fachkräfte im mittleren Fachkräftebereich auch wegfallen können. Ich finde, wir müssen das begleiten, wir müssen mehr qualifizieren, anders qualifizieren, wir müssen berufliche Bildung in diesem Land auch wieder deutlich stärken. Das ist mir ein Stück weit zu stark in Richtung alles muss studieren abgeglitten. Studieren ist wichtig, studieren ist auch gut, aber wir brauchen auch das, was wir als berufliche Bildung bezeichnen. Das müssen wir, glaube ich, auch modernisieren und auch anpassen. Und ich glaube, wir müssen auch sehen, dass wir die Wertschöpfung, die wir jetzt haben, Stichwort Automobilindustrie, wir haben vorhin über Verkehr und Elektromobilität diskutiert. Ich will, dass auch in Zukunft in diesem Bereich noch Menschen in Deutschland einen guten, bezahlten Arbeitsplatz haben. Das heißt, wir müssen auch die Transformation solcher Bereiche, wie im Energiebereich ja auch, wo wir ja mittendrin sind, das müssen wir im Digitalisierungsbereich schaffen. Das müssen wir aber auch zum Beispiel in diesem Bereich Elektromobilität schaffen, weil ansonsten fahren hier bald Autos rum, die woanders produziert werden und wo andere Leute... Ihre Redezeit ist heute Abend.